Trotz scharfer internationaler Kritik haben sie begonnen, die sogenannten Referenden zur Annexion der russisch kontrollierten Gebiete in der Ukraine. Auf diesen Bildern gibt der pro-russische Separatistenführer in der Region Donetsk, Denis Puschilin, seine Stimme ab. Abstimmungen finden in den Separatistengebieten Donetsk und Luhansk, im ostukrainischen Donbass sowie in den südukrainischen Regionen Cherson und Saporischschja statt. Ich bin begeistert, dass das, wofür wir so lange gekämpft haben, endlich eintritt. Die Rückkehr zur Heimat, die Rückkehr zum großen Russland. Die Referenden sollen bis Dienstag laufen. Danach wird mit einer raschen Annexion durch Moskau gerechnet. Dann könnten ukrainische Angriffe auf diese Regionen von Moskau als Angriff auf sein Staatsgebiet gewertet werden. Die ukrainische Regierung und ihre Verbündeten kritisieren die Abstimmungen als Scheinreferenden. Auch in den Straßen von Kiew sind die Meinungen eindeutig. Wie damals in Donetsk und Luhansk, das ist alles gefälscht. Das werden keine echten Zahlen sein. Sie werden das ankündigen, was sie sehen wollen, ähnlich wie auf der Krim. Russische Wahlen sind schon ziemlich komisch. Kann man den Ergebnissen trauen? Alle jungen Leute sind im Internet und die meisten finden das nicht gut, was da passiert mit den Wahlen. Ich glaube, die Abstimmung ist nicht ehrlich. Ein Anschluss der vier ukrainischen Regionen an Russland infolge der sogenannten Referenden wird vom Westen als illegal verurteilt. Es wird dadurch eine weitere militärische Eskalation befürchtet. Kreml-Chef Wladimir Putin hat auch mit dem Einsatz von Atomwaffen gedroht.